Heute habe ich mal ein komplett anderes Topic. Es geht nämlich um drei Casual Games und zwar die drei Top-Spiele, die ich raushole, wenn ja gerade Familienspieleabend ist oder eben Freunde zu mir kommen, die etwas mehr auf der Casual-Seite sind. Weil es kommt ja immer wieder vor, dass es einfach nicht möglich ist, dass man seine riesigen großen Kampagnenspiele rausholt für einen Spieleabend, der halt einfach mal so nebenbei gehen muss. Es kommt bei mir ja auch hier und da vor, dass da Leute vorbeikommen, die jetzt nicht so sehr im Brettspielgenre drin und sattelfest sind und da braucht man dann so Spiele. Aber zuallererst mal, ihr könnt mir hier sicherlich weiterhelfen, denn ich bin gar nicht so drin in diesem Thema von Casual Games. Ich habe jetzt drei Spiele rausgesucht, die ich wirklich gerne spiele. So für einen Abend mal zwei, dreimal hintereinander spielen, geht vollkommen in Ordnung. Aber ich bin mir sicher, ihr habt da noch irgendwie Tipps für mich, welche Spiele dann da noch interessant wären. Schreibt das mal in die Kommentare. Es geht jetzt speziell um Spiele, die sehr schnell aufgebaut sind, die lustig sind, die einen hohen Wiederspielwert haben und die eigentlich auch sehr schnell erklärt sind. Also irgendwas, was schnell ist, Spaß macht und ja, dass man immer wieder rauskramen kann, wenn man eben mit Freunden spielt. Würde mich auf alle Fälle interessieren, schreibt das mal in die Kommentare. Ich stelle euch jetzt die drei Spiele vor, wo ich denke, die passen ganz gut. Das erste wäre hier Fantastische Reiche. Wow, da ist gar nicht so viel drin in der Schachtel, wie ihr schon seht. Hier kleines Schächtelchen, paar Papierdings, wo man so seine Kartenpoints raufschreibt und dann ein Deck an Karten. Wie funktioniert das Ganze? Diese Karten werden einfach gemischt. Jeder bekommt random Karten. Dann werden in die Mitte auch noch Karten ausgelegt. Und ich muss mir aus meinen Karten, die ich in der Hand habe, was natürlich meine Freunde nicht wissen, hoffentlich Freunde oder eben Spielkollegen, die wissen halt nicht, was ich in der Hand habe. Und jede Karte hat eben einen Zahlenwert, einen Namen, eine Farbe und eine Spezialfähigkeit. Und es geht eigentlich darum, dass ich mir meine Karten so gut zusammenbaue, dass ich die höchste Punktzahl habe. Denn diese Karten verstärken sich gegenseitig oder sie ja, verschlechtern sich auch gegenseitig. Und da geht es eben darum, ich ziehe entweder eine Karte vom Stapel und muss dann immer eine Karte von der Hand ablegen oder ich ziehe eine Karte von der Auslage. Und so funktioniert das ganze Spiel eigentlich, dass ich mir im Laufe des Spiels die beste Handkarte zusammensuche und ich muss natürlich auch etwas taktieren. Wenn ich jetzt schon sehe, hier liegen zwei Biester in der Auslage und mein Freund hat sich letzten Zug schon das eine Biest genommen, wenn ich ihm jetzt das andere Biest runterlege, nimmt er das vielleicht dann auch, dann hat er schon drei Biester in der Hand, dann hat er vielleicht viele Points. Oder wenn man das natürlich öfter spielt, dann weiß man schon, was die starken Kombos sind. Und dann denkt man sich vielleicht, naja, okay, die Königin, die hebe ich mir vielleicht doch noch länger auf, auch wenn ich sie jetzt in meiner Hand gar nicht so brauche. Aber da warte ich noch ein bisschen, denn das könnte ja jemand anderer vielleicht gut einbauen. Und so funktioniert das Spiel dann einfach, dass man sich hier diese verschiedenen Karten zusammenstellt und dann eben die höchste Punktzahl erreicht. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ganz lustig, das kann man immer wieder mal rausholen, weil zum einen kann man es mit ziemlich vielen Leuten spielen. Lass mal schauen, was steht hier auf der Box oben. 2 bis 6 Leute nämlich. Das heißt, es geht auch bei einer größeren Gruppe. Zum zweiten sind die Regeln super schnell erklärt und zum dritten, ja, braucht man eigentlich gar nicht so viel Skill. Das heißt, jeder kann hier Spaß haben, wenn er sich einfach die Karten durchliest und eine schöne Kombination zusammenbaut. Außerdem hat man auch immer wieder die Abwechslung, weil man fängt natürlich immer mit anderen Karten an. Das wird gemischt, das ist klar. Und da gibt es schon einige Builds, die man hier sich eben überlegen kann. Und es macht eigentlich immer wieder Spaß. Und deswegen das erste Spiel, das ich jetzt mal empfehlen würde, Fantastische Reiche, gibt es, soweit ich weiß, auch schon eine Erweiterung. Die haben wir bis jetzt nicht. Wir haben das immer mit dem Basisset gespielt, hatten aber auch immer Spaß. Da kann man dann eben mehrere Runden spielen, wenn man das möchte, kann man die Punkte aufschreiben und dann eben nach ausgemachter Spielrundenanzahl zusammenzählen, wer denn jetzt der beste Spieler war. Oder halt am meisten Glück gehabt hat. Aber nichtsdestotrotz, Fantastische Reiche, doch immer wieder ganz lustig. Da sagt man dann einfach, tja, wie ist es? Wir haben jetzt noch 40 Minuten Zeit oder eine halbe Stunde. Spielen wir noch schnell einmal Fantastische Reiche. Oder eben zweimal, wenn sich das ausgeht. Und deswegen eigentlich ein Dauerbrenner für so Casual-Spieleabende.
Das zweite Spiel, was ich mitgenommen habe, werden wahrscheinlich auch alle von euch kennen. Und es ist halt auch so ein Dauerbrenner. Codenames. Eigentlich ganz was anderes, weil bei Codenames spielt man in zwei Gruppen. Und zwar... Wow, hier ist ja ziemlich viel Chaos in der Box drin. Tja, so ist das eben dann. Nach einem Spieleabend wird hier das ganze Zeug einfach reingehaut, sodass man beim nächsten Mal Spaß hat, das wieder alles zu sortieren. Jedenfalls bei Codenames ist es so, dass hier solche Kärtchen ausgelegt werden, wo eben Wörter draufstehen. Und da spielt man im Team. Es gibt das rote und das blaue Team. Diese ganzen Kärtchen werden natürlich immer gemischt. Das heißt, man hat immer andere Wortkombinationen. Und wie schon gesagt, spielt man eben im Team. Eben das rote und das blaue Team, die spielen gegeneinander. Und man muss sich eben ein Wort und eine Zahl überlegen. Ja, also es ist immer abwechselnd, einmal das blaue, einmal das rote Team. Und einer von diesen Team wird auserwählt, der muss sich eben ein Wort und eine Zahl überlegen. Und mit diesem Wort und dieser Zahl müssen dann seine Teamkollegen draufkommen, was er denn hier meinen könnte. Das heißt, wenn wir hier jetzt liegen haben, den Fisch, könnte er sagen, Essen 1. Und dann kommen die Leute vielleicht drauf, okay, naja, das könnte ja der Fisch sein. Und wenn man dann natürlich den Fisch eher nimmt als Team, dann wird geschaut, stimmt das Ganze? Da gibt es hier dann so ein Muster. Und wenn es stimmt, kann man hier einen Marker drauflegen. Ist es falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Und wenn man komplett ins Schwarze trifft, hat man sogar sofort das Spiel verloren. Das heißt, man muss hier schon ganz genau schauen, welche Kombinationen, welche Wörter man sich raussucht. Und natürlich ist das Ziel des Spiels nicht, dass man hier mit einem Wort und einer Zahl ein Kärtchen erwischt, sondern man sollte im besten Fall gleich mehrere erwischen, wie zum Beispiel, wenn man sagt Tiere 2, dann wäre das hier vielleicht die Katze und der Fisch, könnte man eine Schlussfolgerung daraus ziehen. Das ist halt ganz lustig, wenn dann so Insider-Wörter rauskommen in so manchen Gruppen, wo man dann auf einmal 4 Karten auf einmal ziehen kann, weil ja irgendwie ein Wort rausgepickt hat, wo halt einfach die Gruppe genau Bescheid weiß, oh, das war doch der eine Quest, auf dem wir waren, und da sind diese 4 Sachen vorgekommen. Und das macht eigentlich den Reiz von Codenames aus, dass man mit einem Wort und einer Zahl so viele Kärtchen wie möglich hier auf einmal erwischt. Und da ist das Lustige, dass eigentlich die Gruppenzusammensetzung natürlich sehr viel ausmacht, denn es gibt immer wieder Gruppen, da funktioniert das Ganze gar nicht, weil der sich einfach ein Wort überlegt und glaubt, oh, das ist das beste Wort überhaupt, was er sich jemals ausgedacht hat, das ist eigentlich so logisch, und die Gruppe von ihm eigentlich überhaupt keinen Plan hat, was er mit diesem Wort meint. Und da wird es dann immer lustig, deswegen auch ein cooles Spiel, wenn ihr einige Leute am Tisch habt, im besten Fall eine gerade Zahl, kann man natürlich auch mit ungerader spielen, macht eigentlich keinen Unterschied, aber es wird halt lustiger, wenn mehrere Leute am Tisch sind und hier mitdiskutieren können, was er denn jetzt gemeint haben könnte. Und außerdem auch noch ganz cool, das verändert sich ja immer, wenn hier diese Marker draufkommen, sind natürlich weniger Wörter, die offen da liegen, und dadurch verschieben sich dann auch immer die Sachen und die Wörter, die man sich ausdenken muss, weil man schreibt sich am Anfang halt vielleicht zusammen, okay, was habe ich für Wörter, dann wären schon einige überdeckt und dann passt das vielleicht gar nicht mehr. Und ja, da muss man schon ganz genau schauen, was man hier auswählt, um ans Ziel zu kommen. Deswegen Codenames eigentlich vom Spielprinzip komplett was anderes als Fantastische Reiche, und deswegen fügt sich das auch ganz gut ein, weil hier kommt es natürlich auch stark darauf an, dass du eine Gruppe hast, die, ja, würde man sagen, kommunikativ und kreativ ist, dann macht das natürlich hier sehr viel Spaß. Die Codenames, da gibt es auch unterschiedliche Themensets, soweit ich weiß, bei Codenames. Aber ihr seht schon, wie viele Karten hier drin sind und wie viele Wörter. Und da kann man auf alle Fälle immer wieder einfach spielen, ohne dass man jetzt ein zusätzliches Deck oder so benötigt. Also wir haben das jetzt, hatten jetzt noch nicht irgendwie das Gefühl, dass sich hier die Wörter recht wiederholen. So oft spielen wir es natürlich nicht, aber wenn wir spielen, dann macht es eigentlich immer Spaß. Codenames, auch ein Dauerbrenner. Und das Coole auch wieder, die Regeln sind ziemlich simpel und es kann eigentlich jeder mitspielen und mitraten. Da ist eigentlich noch
Ja, aber ist leichter zu erlernen als Fantastische Reiche. Das dritte Spiel, 5-Minute-Dungeon. Und ihr wisst ja, von wo ich komme, von diesen großen Kampagnenspielen KDM, Eontres, was Odyssey, Oathsworn, Gloomhaven. Und 5-Minute-Dungeon gefällt mir ebenfalls besonders gut, weil mich da einfach das Thema auch voll anspricht. Und zwar begeben wir uns mit unseren Heldenbögen, ich habe sie so gern, diese Heldenbögen, diese bunten Heldenbögen mit den coolen Artworks oben und mit den Spezialfähigkeiten. Jeder Held kommt mit seiner eigenen Spezialfähigkeit und Artwork und Farbe und Thema daher und natürlich mit einem eigenen Action-Deck. Ja, ihr wisst schon, 5-Minute-Dungeon gefällt mir sehr gut, weil das thematisch eigentlich genau mein Spiel ist, jetzt natürlich von der Tiefe und Spieldauer nicht, aber cool, 5-Minute-Dungeon dauert wirklich 5 Minuten. Also man spielt 5 Minuten, weil es rennt sogar ein Timer ab, da gibt es eine App, die ist ganz cool gemacht. Und ja, natürlich muss man aufbauen und hier Karten sortieren etc. Ja, brauchst du 10 Minuten, aber grundsätzlich, das Spiel dauert nur 5 Minuten. Man kann es spielen mit 2 bis 5 Spieler und da kann eigentlich auch jeder mitspielen. Und das ist das Coole, das heißt, man tut sich hier wirklich einen Charakter auswählen, bekommt für seinen Charakter ein eigenes Action-Deck und jeder Charakter hat auch so besondere Spezialfähigkeiten, also da spielt sich auch wirklich jeder anders und hat andere Farbzusammensetzungen in seinem Deck, weil diese Karten benötigt man, damit man die Endbosse, so wie hier, oder eben die normalen Bossmonster besiegen kann. Die sind hier in diesem Deck drin, da gibt es dann Aufgaben, ihr seht schon, hier ist ein rotes und zwei blaue Symbole. Und da muss man einfach als Gruppe insgesamt 2 rote Karten sowie 2 blaue Karten. Und ihr seht schon, der Krieger hat ziemlich wenig blaue Karten. Da würde er jetzt eigentlich den Magier benötigen, der ihm aushilft. Wo ist das Magiedeck? Das blaue. Weil der hat sehr viele Magiekarten. Und da spielt dann eben jeder seinen Helden und man muss, eben das Time Limit ist ziemlich hart mit 5 Minuten, man muss dann hier so einen Dungeon-Karten-Pack hier durcharbeiten, bis man eben zum Endboss erst kommt. Da gibt es verschiedene Aufgaben und man darf natürlich auch seine Karten nicht zu sehr verschwenden, das heißt, man muss hier schon etwas auf die Ressourcen schauen, denn man hat nämlich nicht unendlich Karten und man muss natürlich auch im Team spielen. Das heißt, wenn so Karten kommen, dann muss man sagen, okay, ich habe keine blaue Karte und auch keine gelbe, aber der Paladin, der sehr viele Schildsymbole hat, der kann gleich mal eine gelbe Karte reinhauen und dann kommt der Magier, wie schon vorher erwähnt, der die blaue raufhaut und dann ist dieses Monster besiegt. Und so geht es dann halt einfach ziemlich schnell und ziemlich wild am Tisch dahin, dass sich die ganzen Leute so gegenseitig anschreien. Wer hat ein blaues, wer hat ein grünes? Los, leg rein in die Mitte, wir haben ja noch 2 Minuten, wir müssen das Monster besiegen. Und das ist eben 5-Minute-Dungeon. Und das gefällt mir sehr gut, weil zum einen hat jeder seinen eigenen Helden mit seinen Karten und seiner Fähigkeit und man spielt aber doch im Team, man bewegt sich in einen Dungeon rein, muss diese Monster besiegen, hat immer irgendwie, also wenn du ein paar Runden 5-Minute-Dungeon spielst, dann schwitzt du einfach am Spieltisch. Und das ist eigentlich, ich habe es jetzt schon wirklich oft rausgeholt, das 5-Minute-Dungeon. Und es ist immer wieder irgendwie ein lustiges Spiel. Das kannst du immer wieder mal rausholen und hast einfach Spaß dabei. Und deswegen 5-Minute-Dungeon, auch für Leute, die mit Brettspielen nicht viel am Hut haben, da kannst du das einfach mitnehmen. Und dann kommen die Leute, langweilig, Brettspiele. Und dann sagst du, ja Matt, wir spielen das einfach mal, weil das dauert 5 Minuten. Und diese 5 Minuten wirst du ja wohl investieren in die Freundschaft von uns. Und da sind die meisten Leute dabei. Und dann spielen sie eine Partie 5-Minute-Dungeon und dann sagen, ja, das ist eigentlich cool, los, machen wir noch einen Boss. Und das sind meine 3 Spiele, die ich jetzt mal vorgestellt hätte für so Family-Abend oder halt eben für Leute, die nicht so sehr drin sind im Brettspiel-Thema, die halt nicht so riesige, große, komplexe Spiele spielen wollen, sondern einfach Spaß haben wollen. Und da sage ich 5-Minute-Dungeon, Codenames, Fantastische Reiche. Und jetzt würde ich euch sagen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr mir noch empfehlen könnt. Außerdem, kurze Werbung, ihr könnt jetzt Mitglied werden auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr wollt, kostet ja nur 1 € im Monat. Und dann kommt ihr zu mir in die exklusive Discord-Gruppe, da können wir dann auch noch über Brettspiele und Crowdfunding etc. diskutieren und könnt ihr natürlich auch immer reinschreiben, Zwecks, Regelfragen etc. oder wenn ihr was anderes wissen wollt. Wenn euch das interessiert, checkt das Ganze mal aus. Ich freue mich natürlich, wenn mich irgendwie jemand unterstützt auf meinem Kanal. Das ganze Geld fließt natürlich in neue Brettspiele. Ihr wisst Bescheid.
Ich sag dann bis zum nächsten Mal und peace out.